Freitag. Herzlichen Glückwunsch. Dritter Platz und das vor 10 Wochen noch Mittelfußbruch, Ermüdungsfraktur. Wenn man so eine Verletzung hatte, dann muss das einen jetzt noch glücklicher machen, wenn man weiß, ich kann so schnell zurückkommen. Ja, also das weiß man ja vorher nicht. Also sonst hätte ich es ja absichtlich gemacht, das ist auch nicht der Fall. Ich bin wirklich froh, dass ich die Zeit gut nutzen konnte in der Reha-Phase. Vielen Dank da auch an die Leute, die mich da unterstützt haben, mich aushalten mussten in der Zeit. Ja, und es war eben eine andere Vorbereitung jetzt mal für diese Saison. Und jetzt hier einzusteigen mit den Sprüngen und ohne Schmerzen im Fuß, das ist ein schönes Gefühl. Jetzt noch im letzten Sprung praktisch den Anders Spardal, den dritten Platz, der geht nochmal auf dem Siegertreppchen. Aber Siegertreppchen zu erreichen ist nach wie vor was Besonderes. Wie fühlt sich das an in Norwegen? Ja, auf jeden Fall. Es ist immer toll. Man weiß einfach, Norwegen ist irgendwo, ja, legt die Grundsteine. Von dem her ist es einfach schön hier. Und deswegen wollte ich auch dann, wo es klar war, es geht mit dem Fuß, also ich kann zumindest einsteigen, jetzt langsam in den Springen, deswegen habe ich mich doch entschieden, hierher zu gehen und das hat sich bis jetzt als nicht so schlecht bewiesen. Kurze Zusammenfassung von erster Sprung, zweiter Sprung, die Bedingungen heute Morgen hat es mit dem Wind geblasen, waren erstmal nicht so einfach, glaube ich. Wie war Ihr Wettkampf? Ja, im ersten hatte ich es, glaube ich, nicht ganz so leicht, aber da waren noch andere, die hatten es noch viel schlimmer, glaube ich. Im zweiten habe ich keine Ahnung, aber ja, die Bedingungen spielen da erstmal eine wirklich geringe Rolle. Also der dritte Platz ist schön für mich, aber daran hätte ich es jetzt sowieso nicht festgemacht. Also ich bin wirklich, ja, wirklich froh, dass ich erstmal wieder mitmachen kann. Also die Grundlagen auf dem langen Weg Richtung Sochi stimmen? Ja, auf jeden Fall. Also wir machen jetzt mal so weiter und wie das dann eben weitergeht, das werden wir sehen. Die Vorfreude auf morgen?